Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Und hier ist ein Run, den wir continuen könnten, aber nein, das möchte ich gar nicht machen. Sondern ich möchte eine Challenge spielen und das ist diese hier. Denn wir kriegen hier ganz viel Laser-Gedöns und das finde ich... Wie finde ich das dabei? Ich finde das, glaube ich, ganz gut. Ha, wir sind gekonnt dem Schuss ausgewichen. Range down. Lemon Party, die besten Pillen, die man quasi haben kann. Komm schon. Ja, das war super. Wir haben überhaupt nicht lange gebraucht, um die zu töten. Ja, wir spielen eine Challenge, das heißt, soweit ich weiß, gibt es keinen goldenen Raum. Von daher müssen wir den auch gar nicht suchen, sondern gehen am besten einfach gleich zum Boss, der Larry ist. Ja, wir haben als Items bei dieser Challenge Technologien. Ich glaube, das ist 1 und 2 und Spoonbender-Effekt. Das bedeutet wiederum, dass dass unser Laser und den Gegner verfolgt. Ja, ja, hat man, glaube ich, auch schon gerade beim Bots-Kampf gesehen. Außer die Augen zu, weil das Gameplay so schlecht ist. Das kann ich natürlich auch verstehen. Dann tut es mir auch wirklich leid. Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid. Wo ist einer? Da ist, unten ist noch einer. Und wir gehen einfach gleich in den Bossraum. Leute, wir haben noch keine Zeit. Das Video muss ganz kurz werden, damit die Leute ganz kurz dieses Video haben. Also ihr seht, das ist schon ganz gut. Man kann ausweichen und trifft trotzdem noch. Das ist vielleicht OP, oh Gott, denn wurde ich gerade getroffen? Wurde ich gerade ernsthaft getroffen? Das ist ein bisschen traurig. Gehen wir in den Devil Deal Raum und... ich weiß nicht, was das macht. Das schießt... Das in der Mitte schießt Blutdrehen. Wir holen uns einfach das Damage ab. Mehr Damage ist gleich mehr Freude. Und wir kriegen sogar ein Seelenherz dazu. Wir machen krassen Damage von... sehr wenig. Oh Gott, egal, runter in den nächsten Raum. Einfach durchrushen, Leute. Schnell, schnell, schnell. Wir haben keine Zeit für so eine Scheiße hier. Kampfraum. Wir haben keinen Schlüssel. Deswegen bringt uns das recht herzlich wenig. Das war der falsche Weg. Dann gucken wir mal, was uns oben erwartet. Vielleicht ein Hit von einer Fliege. Was erwartet uns hier? Ein Hit von einer Spinne? Ach Mensch, das ist aber... Das ist aber selten, du. Also, das habe ich... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wisst ihr was? Wir gehen in den Raum, wo wir ein bisschen leben lassen müssen. Ja, finden was, was wir... Ich laufe erstmal nochmal schön rein. Einfach auch Spaß. Wir kriegen ein Seelenherz dazu. Und noch ein Seelenherz dazu. Das heißt, wir haben nur etwas Schaden genommen in diesem Raum. Aber wir haben auch etwas dazu gewonnen. Und das ist auch wichtig, dass man das im Leben lernt. Auch wenn ihr denkt, ja, das schadet mir. Vielleicht hilft es euch einfach mal im Nachhinein. Seid nicht immer gleich so negativ eingestellt zu allem. Eine Münze. Krass. Jetzt haben wir schon ganze 2 Münzen. Sind hier markierte Steine. Wir haben eh keine Bomben. Was gucke ich überhaupt? Warum gucke ich denn überhaupt so eine Scheiße an? Das denken sich wahrscheinlich auch die meisten, die dieses Video gerade gucken. Warum gucke ich mir so eine Scheiße überhaupt an? Gibt es nicht viel bessere Binding of Isaac Let's Player? Ja. Da kommt nicht mal ein Aber hinter, es ist einfach ja. Ja, ich bin scheiße. Ihr habt's erkannt. Ihr kannt. Ah, kannt heißt, ist eine Beleidigung. Im Englischen, hier ist, oh, hier ist gar kein, ach ja, weil der andere war doch voller Dings und sagt, bin ich scheiße. Gib dem Video einfach mal bitte ein Dislike, weil ich so scheiße bin. Nein, bitte nicht. Oh, jetzt wäre ich noch fast in seine Attacke hier reingelaufen.
Aber fast ist fast und fast ist nicht fast. Also fast. Fast nehmen wir mal das hier mit. Hure von Babylon. Das heißt, wenn wir noch ein Elvis rotes Herz haben, dann kriegen wir irgendwie einen krassen Effekt, sind schneller, machen ein bisschen mehr Damage oder so. Gibt es bestimmt auch Besseres, wie zum Beispiel den Goathead, der garantiert uns auf jeder Ebene einen Devil Deal. Jetzt bräuchten wir nur noch entsprechend, ja, die Herzen. So, vorsichtig, wir wollen hier keinen Extra-Hit kassieren. Ja, wir sind ja kein Kassierer. Das habe ich nämlich nicht gelernt. Ekelhafte Fliegen sind ekelhaft und wir könnten uns sogar jetzt mal was im Shop kaufen. Wie zum Beispiel nichts, was mich interessieren würde. Wir bräuchten noch eine Münze, dann würde ich mir das Dingsbums kaufen. Ein Seelenherz. Das nehme ich jetzt einfach mal mit, oh, ich Frechdachs. Spoonbänder ist super, wenn man gegen Spinnen kämpft, habe ich mal gerade so festgestellt, denn Spinnen sind ja an sich schon ziemlich scheiße. Aber damit geht's, weil, wow, guckt euch mal diesen krassen Kringel an, der hat mich gerade so verwirrt, dass sie mich einfach abhitten lassen. Bin ich toll. Bin ich ein toller Spieler. Ihr habt meine Münze. Deswegen laufen wir jetzt nochmal schön den Weg zurück, aber Abmarsch. Immer weiter. Nee. Leute, nee. Ich bin einfach... Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht ganz wach. Nee, aber ich bin eigentlich eher schon müde. Denn es ist ja schon 20 nach 11 Uhr abends. Oh mein Gott, ich bin so ein krasser Opa. Deswegen gehe ich normalerweise um solche Uhrzeiten schon ins Bett. Natürlich dich, das war nur ein Spaß. Aber es wäre besser, wenn ich mal um solche Uhrzeiten ins Bett gehen würde. Dann wäre ich nicht immer morgens so im Arsch. Im Adus. Wie soll ich so... Ach, egal. Es ist einfach egal. Wenn ihr eine Pille, irgendwas Scheißiges... Nee, helf ab. Boah, wir haben gerade die 5 Münzen dafür ausgegeben, dass wir jetzt sofort wieder unser Herz verlieren, unser Soul Heart. Hat sich richtig gelohnt. Ich weiß schon, wir haben gute Geschäfte gemacht. Das ist schon meine Spezialität. Was mache ich denn jetzt nur? Was mache ich denn jetzt nur? Wir haben 4 Herzen. Vier Herzen. Das heißt, nach dem Devil Deal hätten wir wahrscheinlich nur noch 1. Scheiße. 1 sag ich. Also 1 weniger, meine ich. Aber egal. Egal. Vielleicht kriegen wir ja nochmal so ein HP-Up-Item. Das wäre schon mal was. Wäre schon mal eine schöne Sache. Oh. Macht uns schneller. Ah, Kisten. Kisten sind gut. Da bezahlen wir nichts und kriegen im besten Fall etwas. Ah, Trollbomben. Toll. Dann nehmen wir das. Und nehmen wir das. Und machen uns auf in die nächste Ebene. Hier liegen wir in der Zeit sehr gut. Super geil ist das. Mehr Herzcontainer für uns. Ein Herz für Container oder ein Container für Herzen. Spendet jetzt auf jeden Fall. Es ist Weihnachtszeit. Spendet einfach. Spendet. Aber nur mir und niemand anderem. Scheiß auf SOS Kinderdörfer. Spendet lieber mir. Ich hab's viel nötiger. Mein PC stürzt manchmal ab. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und ich habe kein Geld mehr, um einen neuen zu kaufen. Was soll ich nur machen? Ich bin manchmal verzweifelt. Eine neue Pille. Wow, 48 Stunden Energie für ein nicht vorhandenes Spacebar-Item. Ja, das lohnt sich natürlich. Also, das lohnt sich. Das lohnt sich nicht. Das ist auch ein richtig toller Raum. Es ist quasi ein Traum, dieser Raum. An meinem Daumen. So viel Steine. Eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass hier ein sogenanntes markiertes Steinchen ist, aber ich glaube, da war keins. Zumindest habe ich auch keinen Bock, da jetzt so weit zu gucken, ob da eins zufällig ist oder nicht. Oder doch, oder vielleicht auch nicht.
Oder vielleicht auch doch. Ich gucke einfach mal hier unten, was uns hier erwartet. Ah, schon wieder so ein richtig wunderschöner Raum. Ach, hier ist ja auch der Dingsbums, ne? Das ist eine gute. Viel zu lucky, ne? Ja, ja. Das habe ich ja schon mal aufgedacht. Hoffen wir einfach mal, dass in der Kiste irgendwas Cooles drin ist. Ja, naja, gut. Der Deal hat sich jetzt nicht so gelohnt. Aber woher soll man das auch vorher wissen? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Nicht. Ah, eine Bombe, nee. Verschwende ich nicht. Wir kämpfen gegen den Krieg. Wir kriegen erstmal einen Krampf in der Zunge. Bei so viel krassen Krill-Lauten. Ah, Spoonbender trifft ihn nicht so richtig. Hat irgendwie gerade Probleme mit der Navigation seines Schusses. Scheiß GPS! Alles immer nur Stress! Was bringt diese Form? Oh, okay, er hat uns erstmal getroffen. Ich wollte gerade fragen, was bringt ihm diese Form? Und dann habe ich es verstanden. Es bringt uns, dass er uns einfach tötet. Gucken wir erstmal hier rein. Oh, Mom's Knife. Hm. Was mich jetzt interessieren würde, was passiert denn? Cool, ich habe noch Technologie und Mom's Knife, was glaube ich auf Gegner losgeht. Kann das sein? Es ist nicht. Wir werden es in der nächsten Ebene möglicherweise herausfinden. Oh, das war schon die letzte Ebene. Vielleicht hätte ich da mein Herz sparen sollen gegen den Kampf gegen Mom. Ich bin gerade verwirrt, dass ich nicht getroffen wurde in diesem Raum. Das sah so schlecht aus. Gar nicht so schlecht sieht das hier unten aus. Der markierte Stein. Ich hatte Stein, Schalosch. Mach die Truhe auf. Was ist das? Poison Shots. Okay. Geht das auch mit Messer? Ja, was soll ich denn dagegen machen, Leute? Was soll ich denn dagegen machen? Ja, jetzt habe ich den Uro von Babylon-Effekt. Was war das denn bitte für ein Raum? Der hat mich ja richtig krass gedamaged, ey. Das war übel. Vielleicht war Moms hatte doch keine so gute Idee. Spielen wir einfach mal kurz hier dran. Vielleicht kriegen wir ein Herz raus. Oder Geld. Oder eine Fliege. Oder ein Herz? Nee, ein Schlüssel. Oder jetzt ein Herz? Oh, Leute, da muss ich schon aufstoßen. Ein Herz? Ach man, das macht mich traurig. Ach, wieso bin ich in diesen Raum reingegangen? Einfach nur aus Spaß. Ja, also ich glaube, mit so überaus viel Leben wird das ein bisschen schwer gegen Mom anzukommen. Vor allem, weil ich mich jetzt hier schon wieder treffen lasse und mein ganzes Geld ausgegeben habe und hier jetzt der fucking Item-Shop ist. Scheiße, ey. Das Knife hat's einfach... Guck mal, wie scheiße es ist. Man kann da gar nicht richtig treffen mit. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich mach das kaputt. Ha! Ich wusste es. Also, oh, ja. Ich wusste es. Hätte ich es mal gewusst, dann wäre ich hier bestimmt nicht reingegangen. Oh, Geld. Doch. Doch, war gut. War gut. Ich nehme alles zurück. War gut, dass wir hier reingegangen sind. 7 Münzen, das müsste sogar reichen für einmal das hier und einmal das hier. Leute, wollen wir es jetzt wagen? Wir wagen es. Ah, wir haben nur die Stampfen-Mutti. Das heißt, wir haben keine Gegner gegen, um die wir uns kümmern müssen. Aber ich bin mit dem Messer nicht so gut im Zielen. Und ich weiß noch nicht, wie groß die Hitbox von dem Stampfen im Fuß ist. Aber, oh Gott, wir haben sie fast getötet. Und da ist sie tot. Und wir kriegen nochmal so ein Dingsbums. Und aus Spaß gucke ich jetzt einfach nochmal hier rein. Oh, da ist Krampus drin. Scheiße, ich glaube, wir schaffen die Dingsbums nicht. Wenn wir ihn nicht töten. Okay, wir haben ihn einfach getötet. Wir kriegen die Kohle. Und was ist das? Joker. Ja, nee, danke.
Ja, gut. Dann könnten wir jetzt quasi noch den Boss Rush machen. Hierbei das auf. Jetzt nutze ich den Joker und teleportiere mich raus. Haha, Boss Rush in den Popo gebumst. Oh, ich habe ja keine Items mehr drin. Schade. Ja, hier hätte man den Boss Rush machen können, aber ich habe ihn einfach ausgetrickst. Habe mir trotzdem das Item geschnappt. Krass. Schlechtes Gameplay. Wir haben die Challenge trotzdem geschafft. Wir haben Robo Baby 2.0 freigeschaltet. Das freut mich. Falls es euch auch freut, dann zeigt es doch einfach mit einer positiven Bewertung des Videos. Das würde auch mich positiv stimmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in einem neuen Video wieder. Bis dahin. Tschüss, Leute. Haut rein. Oh, geil, haut rein, ja. Immer wieder reinhauen, ja. Bis das ganze Gehirn auf dem Boden liegt. Schleck. Ah.